Hallo und grüß euch, ihr Gefundenen da draußen und euren wunderschönen. Bei Part Nummer 12, Total War Pharao mit Ramses und mit mir, dem Doc von Gefunden Games. Das Schicksal ruft mich, ja, und das, ich werde antworten. Ja, das tut es. Das Schicksal ruft dich aber sowas von. Aber sowas von, das glaubst du gar nicht. Beim letzten Mal haben wir mal Beersheba eingenommen. Wie schon erörtert, das große Ziel dieses Feldzugs ist hier noch Hathor. Dann hätten wir eine Goldminensiedlung. Und hier hinten, das werden wir uns ebenfalls noch holen. Wie gesagt, das ist da unten im Süden. Hier unten ist eine Steinsiedlung. Dann hätten wir endlich Einkommen für alle Ressourcen. Für den Moment müssen wir aber auf jeden Fall noch ein bisschen warten. Ich werde die Größten hinter mir versammeln. Die Größten hinter mir und die Kleinsten vor mir. Yeah. Gut, aber der Angriff war erst in dieser Runde, ne? Jo. Ich werde mein Volk vereinen. Wir sind immer noch Durchzugsgebiet, Durchmarschgebiet von aller Herren Fraktionen, die... Keine Zeit für Geschwätz! Ah, da ist noch einer. Von aller Herren Fraktionen, die gerade irgendwie die Seevölker dreschen wollen. Oder zumindest irgendwas hier unten in Ägypten zu schaffen haben. Jo, und da rennt noch so ein Kerl herum. Passenderweise, Beersheba ist eine Nahrungssiedlung. Wir haben aber immer noch Minus. Und wir haben auch noch 626 Income durch Diplomatie. Also Nahrung ist echt Gaga. Außenposten, das sparen wir uns. Ja, vielleicht können wir noch einen Deal raushandeln für Steine. Weil bis wir Steine bekommen, wird es auf jeden Fall noch ein bisschen dauern. Ja. Wünscht ihr Hilfe von den mächtigen Kriegern Ägyptens? Ja, so ungefähr. Tauschabkommen. Wir können uns ein bisschen Bronze leisten. Was wird man für, sagen wir mal, 20 bekommen? Oder machen wir die Hälfte, sagen wir 23. 1,1, juhu. Okay, das wäre wirklich ein Tausch 1 gegen 1. Ja gut, berühmt ist nicht. Obwohl die auf Bronze stehen eigentlich sogar. Ja. Komm, dann machen wir das eher einmalig. 200 Bronze gegen 300 Sterne. Gegen 310 Sterne. Gegen 320 Sterne. Gegen 325 Sterne. Gegen 330. Okay. Ja, dann machen wir 25. Ich glaube, wir sind uns einig. Yep. Dass wir wieder ein paar Steinchen besitzen. Die Frage ist nur. Gut, diese umherziehenden Herden brauchen eher Holz, Holzar. Brauchen wir das Rekrutierungsgebäude? Eigentlich ja eher nicht, ne? Eigentlich wäre mir ein Garnisonsgebäude hier lieber. Ja komm, dann reißt das ab. Gibt ja dann auch nochmal ein bisschen Star, ne? Ja, 285. Super. Fantastulös. Da wird ebenfalls ein Garnisonsgebäude fertig. Oh, Instant bauen gegen Gold. Gut, das könnte auf jeden Fall mächtig werden, sobald wir das Gold-Income haben.
Und mehr Bronze. Ist auf jeden Fall fantastisch. Das ist das Senathaus, in Ordnung. Jetzt haben wir zumindest einmal auf plus 0 oder auf oder nur auf 0. Tempel des Re. Ja. Nur ein bisschen am Planen, was hier für den letzten Bauplatz gut wäre. So ein Monument wäre natürlich steil, gibt dann nochmal Siegpunkte. Aber hui, 5000 Steiner, 5000 Gold. Jo. Dann vielleicht am ersten noch so ein Streitwagen-Ding. Wo war's denn? 203 Nahrung und 34 Bronze. Jo, natürlich, mal mit Streitwagen spielen, sicher, gehört auf jeden Fall hier dazu. Aber ich würde fast tendieren, damit nur ein bisschen zu warten. Ja, komm, hol die Bronze, ist okay. Gut, und dann schauen wir in die nächste Runde. Dass wir dann jetzt halbwegs schnell nach Hathor weiterkommen. Einfach damit wir uns hier noch engagieren können, falls die Waschascher irgendwie noch eine etwas größere Bedrohung werden sollten. Was sei denn, ihr hockt's denn um? Oder es gibt einen Wettbewerb, wer zuerst vom Verschleiß zusammengefressen wird. Alles möglich, alles möglich. Wer möge zuerst Opfer des Verschleißes werden? Ja, gib Gas. Na. Diese Stärkeabschätzung war ja schon recht eindringlich jetzt. Also der dürfte irgendwo auf jeden Fall noch was herumlaufen haben. An weiteren Armeen. Ich hasse Gerede. Gerede. Ägyptens Ruhm. Für eine ruhmreiche Zukunft. Gehen wir links vorbei oder gehen wir rechts vorbei? Schrein des Re, okay. Marschiert, Männer! Zum Sieg! Ein Stück Gold noch, okay. So, jetzt auf jeden Fall Lager. Auserwählter des Re. Auf jeden Fall Lager, dauert eine Weile der Anmarsch, aber wie gesagt, wir brauchen die Verstärkungsrate. Timna wird weitergebaut. Wobei hier der Wachturm eigentlich auch ganz nett wäre. Zwecks Garnison und so. Aber ja, das können wir ja immer noch eintauschen. Jetzt machen wir den Tempel.
Ju. Nur ich erteile Befehle. Wo kommst denn du da her? Vielleicht wäre hier Garnisonsgebäude auch gar nicht so schlecht. Naja. Posten der Stadtwache. Wir würden einen General kriegen, Leibwächter, Schleuderer, Bogenschützen und Plänkler. Niemand wagt es, meine Grenzen zu übertreten. Mein guter Kerl kassiert Verschleiß. Zumindest auch einige seiner Einheiten. Jo, das sollte ja hoffentlich funktionieren. Aber nur für künftige Fälle wäre eine Garnison wirklich nett zu verachten. Und die Frage, was wir dann dafür abreißen werden. Also wenn wir Streitwagengebäude bauen, aber das hat ja noch ein wenig Zeit. Wir brauchen 277. Mathematik und so. Ich werde ein Vermächtnis erschaffen. Mathematik. Gib mir einen Kampf. Eine solche Begrüßung biete ich nicht jedem. So, was habe ich gesagt? 277. Unter 200. Ja, passt. Dann machen wir 185. Plus 81 ist eigentlich eher sehr schön. Jo. Das ist eines Prinzen würdig. Ja. Also. Garnison und so. Ein Erlass. So, wo wollen wir denn da noch hin? Ich weiß, ich schaue mir das in jedem Part an, aber man muss es halt merken und das ist halt nicht der Fall. Baukosten und Bauzeit ist sicher gut. Ist auf jeden Fall gut. Okay, bei Bündnis mit. Aber Bündnis haben wir ja und könnten wir uns sicher noch ein weiteres organisieren. Ah, Gebäudezeit minus 1, ja damit. Ah, machen wir die Standards erst. Machen wir die Steine zuerst. Jo. Dann bin ich damit für diese Runde mal wieder zufrieden. Schauen wir mal, was die werten Herren Seevölker so treiben. Was aber auf jeden Fall so ein bisschen auffällig ist, ist so ein bisschen. Ja, wenn man sich mit der Historie ein bisschen auskennt, die Einfälle der Seevölker, das war halt schon eine Krisenzeit, was man noch weiß davon. Und wie war das? Ich glaube, die Seevölker haben das neue ägyptische Reich in die Knie gezwungen, bilde ich mir ein, dass das so war. Und jetzt hier die Verarbeitung davon. Ist
halt ein bisschen, wenn das einfach nur Armeen sind, die herumlaufen und Verschleiß futtern und deswegen einfach weniger bedrohlich sind. Ja, kann man machen, stört mich persönlich jetzt nicht. Vermutlich läuft es auf höheren Schwierigkeitsgraden eh ein bisschen anders. Aber es hat jetzt nicht so das mega drüber bedrohliche Ding. Wobei dann der Moment da wäre, wo es dann schon wieder ÖH wird, vom Schwierigkeitsgrad her. Weil, ja, unsere Nahrungslage spricht eigentlich für sich. Vermutlich muss man Ramses wirklich so spielen, anders als ich es gemacht habe. Sondern sie sofort Richtung Zentralägypten orientieren. Sie dort bei den fruchtbaren Provinzen sie einfach mit irgendeinem anlegen. Und einfach einmal schauen, dass man ein paar saftige Nahrungsprovinzen bekommt. Ich werde meine Spuren auf dieser Welt hinterlassen. Ja, du hast geplündert. Herzlichen Glückwunsch. Arschloch. Ich bin nur wegen einer Sache hier. Ja. Erzürnt mich nicht. Ich kämpfe für meine Familie. Wer bin Niemand denn du? Niemand sagt mir, was ich zu tun habe. Ah, Anna von Beersheba. Vom Schicksal erkoren. Na, schau dir das an. Vorwärts, Marsch! Wer doch echt... Trefft sie mit aller Kraft! Schlimm, wenn den einfach jemand abfangen würde. Komm. Na komm. Was weiß man, ob wir sonst nicht den Part einer Schlacht sehen. Es dauert vermutlich nur der Anmarsch in Lagerstellung bis nach Hathor. Ich habe jetzt nur kurz überlegt, weil ich persönlich jetzt noch kein Gefühl dafür habe, wie die Autoschlachten hier in Pharao funktionieren. So vom Verlustverhältnis her. So vom Verhältnis her, was schickt man rein, was kommt wieder raus. Verglichen mit Warhammer ist ja das ein bisschen was anderes. Bei Warhammer weiß man ja schon ungefähr, was gut geratet wird und was nicht. Dass die KI Rüstungswerte ganz gut einschätzt. Ja. Und generell, was in einer Autoschlacht möglich ist. Im Fall von Warhammer natürlich dieses altbekannte Phänomen. Was du in der Autoschlacht gewinnst, kannst in einer händischen Schlacht um Längen verlieren. Ganz einfach, wenn irgendwie nicht eingepreist ist, dass irgendein legendärer Seitenanführer nicht down zu kriegen ist. Ist mir in den Warhammer Runs, die ich spiele, in diversesten Malen schon passiert. Einmal gegen Dr. Festus, einmal gegen Wusak. Das hat erst funktioniert, wie ich einen wirklich legendären Kommandant gegen legendären Kommandant geschickt habe. Sprich, wenn ich an meinen Run denke mit Karl Franz, da hat es erst dann fantastisch funktioniert, wie es gegangen ist. Karl Franz gegen Wusak, ja. Karl Franz gegen Karl Franz geht nur, wenn man gegen den Changeling spielt. Der Sand fühlt sich an wie meine Heimat. Ja, wenn du das nicht gesagt hättest. Dann hätte ich es nie gewusst, dann hätte ich es nie erroben. Stimmung. Oder Schiebung. Eins für die zwei. Gut, dann ans Werk. Auf der Jagd nach Rom. Rum und Reichtum, Rum und Reichtum. Jetzt wären wir doch relativ ausgeglichen geratet. Oder war es vorher auch schon so? Also klar, wir sind stärker, aber so vom Verhältnis her, wir haben 20 Einheiten und er hat 7. Für das ist das schon eher ausgeglichen. Na gut, das wird der General sein. Ui, was haben die für eine Reichweite? Pfeile bereit! Schiebung!
ich schenke ihm da ein bisschen den Höhenvorteil, ist mir klar. Verdünkelt den Himmel. Flieg und Sieg. Flieg und Sieg. Fly and win und so. Und hier stimmt so mal zentral da irgendwo durch. Dort, wo er steht. Nichtsnutziges Barbarenpack. Ja, ja, ja. Noch ein kleines Stück. Vorwärts! Das heißt ihr? Ach, komm. Einfach drauf. Schicksalskrieger! Ihr könnt es auch flankieren. Haschi. Ruhmreiche Schlacht. Ruhmreiche Schlacht. Ich kenne keine Furcht. Tötet sie alle. Ruhmreiche Schlacht. Ist das wo? Ich habe eigentlich gesagt, das wird vorstoßen. Aber das könnt ihr eigentlich auch machen. Einfach durch die Lücke. Lücke, Lücke, Lücke. Infanterie in Bewegung. Und dann umdrehen und ballern. Schützen, Feuer! Das Kriegstalent! To me. Happy Birthday to me, man. To me. Schnuppt euch bitte den Chen noch. Den hätte ich noch ganz gern. Ja, das ist er. Na komm's. Jupp. Gut. Schnelles Ding, soweit so klar. Eher so ein bisschen tapfer und heroisch, dass er sich uns in den Weg gestellt hat. Der Abt Melkart. Das ist mein Schicksal. Schatzkammer, ich hätte zwar was, aber ich mag jetzt ein bisschen mehr Einheitenverstärkung haben. Wir haben jede Menge Arbeit für Sie. Mein Ehrgeiz wird belohnt. Niemand sagt mir, was ich zu tun habe. Wir kriegen doch garantiert Verschleiß, oder? Na komm. Schlag zu! Wir sind Krieger ohne Gleichen. Ja.
Sie werden sich ihren Unterhalt verdienen. Ja, das werde ich. Das Schicksal ruft mich und ich werde antworten. Okay, 13 Einheiten Garnison, aber sonst hat er nichts so weit drin. Eigentlich, das ist ein schreiendes Reh, das ist unser Gott. Ich würde ihn eigentlich nicht plündern. Aber interagieren wäre eigentlich ganz nett. Zum Sieg! Oder heißt das, wir können schon. In die glorreiche Schlacht! Okay, vielleicht warten wir dann doch noch ein Ründchen und nehmen uns nur einmal Verschleiß mit, ja. Nehmen uns nur einmal Verstärkungsrate mit. Unterhalt, Nachschub ist alles gut, ist alles wichtig. Ist beides wichtig. Mein A%. Komm, Nachschub. Okay. Soweit so okay. Die alte Welt kümmert mich nicht. Soweit so okay. Vielleicht wird sie dann langsam auch mit Diplomatie weiterhin, wenn wir Hathor haben. Dass wir uns dann so langsam vielleicht ja dann doch eine zweite Armee. Und wenn es nur ein Halfstack ist zum Abwehren der ganzen Plünderungen, dass wir uns sowas vielleicht einmal leisten können. Wenn es nur ein Halfstack ist und wenn es nur Milizionäre sind. Wenn es nur der Trash ist. Ja, Hof. Das mit den Hofämtern wird auch dann besser, wenn wir Hathor haben. Dann können wir es uns einfach besser leisten, zwecks Gold in Kamm. Wird also viel einfacher, wenn man Gold besitzt. Könnte ja fast ein Tipp sein fürs wahre Leben, ne? Also nein, ist zwar jetzt nicht so, als ob der Goldpreis gerade so affig hoch wäre. Oder als ob der Goldpreis immer affig hoch ist. Eigentlich ist er dauerhaft hoch und teuer und alles. Aber hey, man wird ja noch träumen dürfen. Von Gold, von ganz viel Gold. Wo kommst du jetzt daher? Vielleicht machen wir das doch ein bisschen eher. Setnacht ist unser Verbündeter, gegen den müssen wir uns jetzt nicht, erzürnt mich nicht. Stellen. Nur ich erteile Befehle. Vielleicht machen wir das doch jetzt. Was ist das eigentlich hier? Achso, das sind die Stats. Okay. Der braucht wieder 300 Nahrung, Unterhalt. Boah! Das ist halt dann schon heftig. Dann kippt man gleich wieder in minus 814. Und wenn die 400 Diplomatie aus sind, wären wir dann bei minus 1200 Nahrung in der Runde. Alter! Ja, das ist doch ein wenig teuer. Ich
habe die Kontrolle. Ramses. Okay. Lager aufschlagen. Ja, wir sind leider relativ angeschlagen. Wir haben jetzt schon Streitwagen mit ihm. Das kommt scheinbar automatisch mit Level Up auf Rang 11. Ich habe mich jetzt kurz gewundert, wie der von 60 Einheiten in der Generalsleibwache auf 27 gefallen ist. Ja, aber wenn wir da jetzt warten, dann kann er sie unter eine Armee zusammen rekrutieren. Dann wird es eigentlich nur schwieriger. Ich schmiede mein Schicksal. Wir können natürlich hier Na komm, wir belagern. Strecken Sie nieder! Wir kriegen Sie klein! Belagerungsturm. Rambock Belagerungsturm. Okay, 5 Runden. Ich hoffe, dass wir jetzt nicht irgendwie Verschleiß kassieren. Sie können nirgendwo hin. Das ist ein Hechi. Das hier unten in Hechi am Beginn dieses Runs oder zu Beginn des Runs lässt mich noch immer ein bisschen verwirrt sein. Jo. Wir könnten Beersheba ausbauen. Wir könnten Garnison noch Timna setzen, wobei da eh die 3 Einheiten Miliz drin sind. Na, ist ja wurscht, dann. Gibt's hier Rang 3? Ja, brauchen wir für diese weiterführenden, dieses größere Nahrungsgebäude. Das regeneriert sich ja wieder von selber, ne? Mit der Zeit. Hoffe ich doch. Naja. Wie war denn das noch einmal? Jetzt haben wir hier diese 60 Punkte Einfluss. Irgendwas können wir jetzt machen, ne? Geht nicht leichtfertig mit den Geschenken Ägyptens um. Ups. Das war ein bisschen vorschnell jetzt. Seht zu, Götter! Zumal wir in fremdem Gebiet sind. Und zumal das ein bisschen teuer ist. Alter. Aber hey, falls wir jetzt ein bisschen Verschleiß fressen, vielleicht können wir uns ja hier auch in fremdem Territorium. Es wirkt so, als könnten wir auch im fremden Gebiet hier rekrutieren. Wir beugen uns nicht länger. So, wer bist denn du?
Gut, du bist vor der Urushalim, du kannst mich mal kreuzweise. Haben wir uns hier eigentlich schon. Okay, wir brauchen Rang 2. Gut. Dann huschen wir weiter in die nächste Runde. Hoffentlich gibt es da dann doch ein paar Nahrungsgebäude zum Bauen in Hathor. Das ist echt ein bisschen zach. Guru, guru, guru. Ui. Generell nicht abgeneigt. Aber das mit dem Gold würde ich lieber dann erst machen, wenn 500 ist ein bisschen viel. Würde ich lieber dann erst machen, wenn wir Hathor kontrollieren. Da bin ich mit kleineren Brötchen. Auch zufrieden für den Moment. Also Stana Anna. Na, Stana eigentlich nicht. Hm. Genau. Gut. Naturalienwirtschaft und so. Tauschbörse. Tauschbörse, kommt einfach einer mit 1800, was waren es jetzt, 75 Nahrung, irgendwie 1875 Bündel mit Getreide und knallt das so am Tisch. Bosch. Jo, da wird jemand ausfällig. Da wird jemand ausfällig. Es sind auf jeden Fall zwei Einheiten Generalsleibwache. Okay, wenn ich das richtig sehe, ist das eine Feldschlacht, ne? Hm. Gut, dann folgender Plan. Wir widmen uns dieser Schlacht natürlich ausgiebigst, aber erst im nächsten Part. Das wird jetzt ein bisschen zu lange dauern. Jo, beim nächsten Mal geht's dann los, dann schnappen wir uns Hathor und dann werden sie mit Gold. Dann werden sich ein paar unserer Probleme von selbst auflösen und dann wird alles einfach ein bisschen leichter und leibender. Dank dem Gold. Mit diesen Aussichten verabschiede ich mich. Ich bin der Doc von Gfunden Games und ich sage Grüß euch und Tüdelü.